Hallo, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin die Kuchenfee, ich bin die Lisa und ich zeige euch heute einen etwas anderen Content als das, was ihr vielleicht von mir gewohnt seid. Ich zeige euch heute, wie ich für zwei Feierlichkeiten fleißig am Backen bin. Ich habe keinen Kameramann, der bei mir ist. Ich filme gerade einfach nur mit meinem Handy auf so einem kleinen Mini-Stativ und wollte halt einfach ein bisschen Teil daran haben lassen, wie ich für ein Familienmitglied und eine Freundin von mir ganz, ganz viel backe. Natürlich fällt sowas immer alles auf ein Wochenende, deswegen ist ultra viel zu tun. Hier neben mir raucht es zum Beispiel schon, weil ich Macarons mit euch machen möchte. Das Gute ist, dass beide Anlässe für, also ich habe einmal eine Taufe vom Anton und so die Babyparty vom Matti. Beides kleine Kinder, beides Jungs, also beides so blaues Thema. Und bei der Babyparty, Jill weiß nichts davon, deswegen kann ich mich komplett ausleben. Und auch bei Antons Taufe hat Maike mir eigentlich freie Hand gegeben. Sie hat nur gesagt, wir sind 50 Gäste, ich bin auch dabei und wir schmeckeln so ab 14 Uhr. Und ja, der Rest ist komplett mir überlassen, deswegen kann ich mich 100% ausleben, wo ich mich mega drüber freue und euch deswegen halt auch ein bisschen daran teilhaben lassen wollte. Jetzt blubber ich aber gar nicht lang, ich fange einfach erstmal an. Klemme mir die Haare aus dem Gesicht und starte mit den Macarons. Das komplette, also alle Rezepte, die ich heute machen werde, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich gucke mal, ob ich auf der Webseite einfach auch nochmal so eine etwas übersichtlichere Tabelle oder irgendwie sowas schreibe, damit ihr das ein bisschen, bisschen besser nachvollziehen könnt. Aber jetzt los, es ist nämlich schon ziemlich spät, wir haben 17 Uhr. Ja, und die Liste ist lang. Auf geht's. Next Step, Macarons check. Ja, der Rest kommt noch. Cake Pops, mal gucken. Cupcakes machen wir jetzt. Ich habe jetzt hier verschiedene Förmchen. Und zwar habe ich hier noch so einen Restbestand von denen, die ich unbedingt loswerden möchte. Dann habe ich einmal ganz normale weiße, die aus dem Shop bei mir. Und so ein bisschen blaue, die ich loswerden möchte. Und hier diese Mini Metallic in Blau. Weil Maike ganz viel so Blau Metallic Deko geplant hat und ich die halt als Mini dann benutzen wollte. Ja, gucken wir mal. Auf geht's. Kleines Update, Biskuits sind gebacken, Cupcakes sind soweit gebacken, Biskuit ist im Ofen, Brownie ist auch im Ofen. Das Rezept ist auf der Webseite, das ist aus der Community. Wenn ihr auch eventuell mal Bock habt, ein Rezept einzureichen, das auch eventuell demnächst im neuen Buch erscheinen wird, dann ja, verlinke ich euch gerne mal das Formular unten in der Infobox. Aber okay. Biskuit für die Torte. Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt eine mache. Jetzt mache ich doch eine. Macarons können jetzt gleich auch in den Ofen, wenn der Rest rauskommt. Dann muss es ein bisschen abkühlen. Was noch? Ach genau. Hier geht es jetzt weiter. Ich muss mir eine Ganache machen. Ich mache einfach eine dunkle für die Max hier und benutze die Ganache dann wahrscheinlich aber auch für dieses Dessert, was ich hier machen wollte, einfach im Glas. Das seht ihr dann gleich auch. Dafür ist auch der Brownie gerade im Ofen.
Das heißt, hier kommen jetzt noch 200 Gramm Kuwi, weiß ich nicht so, 60, 70 Gramm Sahne und dann eben Zuckernasche anschmelzen. So, kommen wir mal zu einem meiner Meinung nach auch sehr spaßigen Teil. Und zwar ist das das Raussuchen und Aussuchen der Serviergeschichte. In dem kleinen Mini-Regal hier steht eigentlich schon relativ viel von dem, was ich mitnehmen möchte. Donuts würde ich auch gerne machen, ich glaube, das schaffe ich aber nicht. Aber ich würde gerne alles mitnehmen, was recht weiß ist oder transparent. Von der Butter hier, lasst euch bitte nicht irritieren, aber hier im Flur ist es immer krass warm und die muss halt weich werden. Deswegen steht die hier draußen. Aber ja, ich brauche auf jeden Fall alles, was irgendwie weiß ist. Ich muss auch gleich nochmal in meinem anderen Lager gucken. Hier ist mein einer meiner chaotischen Tortenplattenschränke. Ich muss mal schauen, ich wühle mich jetzt hier mal durch. Vielleicht kommt auch hier oben irgendwas mit. Kommen euch eventuell einige von diesen Dummies noch bekannt vor? Der da vielleicht. Da habe ich ein Video zu gemacht. Da habe ich ein Video zu gemacht. Da habe ich ein Video zu gemacht. Und dazu auch. Zudem nicht, aber ist auch wurscht. Außerdem ist das hier ein Prototyp vom Halo gewesen. Der sieht ja mittlerweile ein bisschen anders aus. Aber ja, das dazu. Was ich auch noch mitnehmen muss am Sonntag ist dieses Wasserspender-Ding hier, aber eins nach dem anderen. Ich wühle mich jetzt hier erstmal durch und guck mal, was dann mitkommt. Kurzer Zwischenstand, das ist alles, was ich jetzt erstmal aus den Schränken gepflückt habe. Das ist alles, was ich für Maike mir jetzt auf Seite gelegt habe. Alles ein bisschen ordentlicher, ein bisschen schicker. Bei den beiden Kartönchen hier unten weiß ich noch nicht so richtig, ob die wirklich mitkommen. Aber das erstmal dazu, das heißt weiß, klar und so ein bisschen silbrig. Und das ist das, was ich für Jilly rausgelegt habe. Alles so ein bisschen romantischer, das heißt einfach ein bisschen detaillierter alles. Besonders hier dieses Karussell-Etagieren-Ding. Ja, mal gucken. Kurz vor 8. Ich mache jetzt eine kleine Pause, weil Macarons im Ofen sind und wenn die aus dem Ofen kommen, dann müssen die auch erstmal auskühlen. Was hier auch noch ein bisschen fester werden muss, ist die Ganache, die ich mir ja vorbereitet habe. Der Biskuit muss auskühlen, der Brownie muss auskühlen. Ja, einfach mal kurz ein bisschen Pause und hier so ein bisschen Überblick für euch. In der Zwischenzeit gucke ich aber auch, was ich hier einmal kurz abhaken kann und wo ich gleich als nächstes weiter mitmache. Okay. Snack ist gegessen, jetzt geht's weiter. Mein Brownie hier ist so gut wie ausgekühlt. Wenn der oder als der aus dem Ofen eben gekommen ist, habe ich den einfach nur heiß so komplett eingeschlagen, Deckel drauf gemacht, damit der nicht so richtig ausdampft, sondern die Feuchtigkeit einfach hier drinnen bleibt. Hier habe ich Baiser, die habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Ich hatte nämlich Eiweiß über und weil ich eben wusste, dass ich jetzt am Wochenende bei Maike bin und mit Jillfire, habe ich das einfach schon aufdressiert, einfach nur mit ein bisschen blauer Farbe, genau. Und wollte das jetzt gleich benutzen. Einige davon habe ich auch hier so auf den Stiel aufgespritzt. Aber die Baiser hier wollte ich gleich auf jeden Fall benutzen. Und was ich auch noch benutze, ich sage euch auch gleich wofür, sind hier diese Zitronenwaffeln. Ich wollte nämlich jetzt als nächstes hier diese Desserts machen und habe mir dafür hier ganz viele Pinchen schon aufgereiht. Ich wollte ein Dessert machen, so ein bisschen Pavlova-mäßig, das heißt Baiser unten rein, dann ein bisschen Sahne drauf und Obst oben drauf. Aus dem Brownie hier wollte ich einfach nur so Brösel machen, die unten rein und mit ein bisschen Ganache auffüllen. Und dann wollte ich hier so ein bisschen was Zitronen-Tartelett-artig machen, das heißt Zitronenwaffeln unten reindröseln, dann ein bisschen Lemon Curd drauf und morgen früh Baiser aufspritzen und das dann abflammen. Das ist der Plan für das hier. Auf geht's!
Okay, weiter geht's. Ich bin hier gerade meine King Pops am Überziehen. Hier mit den hübschen transparenten Acrylstielen und mit ganz normalen Pappdingern. Beides findet ihr im Shop. Ja, und am Überziehen bin ich mit Callebaut-Kuvertüre temperiert. Ja, ich glaube, da gibt es nicht allzu viel zu erklären. Ein bisschen Streusel gibt es natürlich auch. Ja, so. Das heißt, ich mache mal weiter und dann können wir gleich, glaube ich, auch schon die Cupcakes aufdressieren. Dreimal dürft ihr raten, wem gerade um 10:45 in der Nacht, ich brech ab, der Kocher durchgebrannt ist. Ich wollte gerade das letzte bisschen für heute machen und wollte mir mein Eiweiß mit dem Zucker über dem Wasserbad warm machen, damit ich eine Schweizer Meringe-Buttercreme machen kann. Und dann macht's Peng. Ja. Jetzt muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, wie ich das hier erwärmt bekomme. Shit. Happy Friday. Oh, was, heute ist das so ein richtiger Fail Friday, oder? Etwas anderer Fail, aber ja. Ich glaube, vielleicht habe ich noch einen Kocher draußen im Flur. Okay. Ich wollte euch das nur einmal mitteilen, dass um 10:45 kurz vor Feierabend mir dann sowas hier passiert. Ich habe es gerade noch so hinbekommen, indem ich den Ofen einfach angemacht habe und das Ganze hier quasi in so einem, ja auch trotzdem irgendwie Wasserbad, dann im Ofen bei so 130 Grad habe ganz langsam warm gemacht. Habe natürlich immer fleißig kontrolliert mit meinem Thermometer, damit wir da auf jeden Fall safe sind. Und habe jetzt irgendwie dreimal so lange gebraucht, aber immerhin. Kurz nach eins. Mein Tisch ist soweit leer, bis auf eine Kleinigkeit. Der Kühlschrank ist dafür aber voll. Ta-da-da-da. Ist ein bisschen chaotisch, aber ist halt so. Hier sind die Macarons, hier ist ein Brotrezept, was ich teste. Hier sind die Cakesicles und Cake Pops. Hier ist die Torte für morgen. Und hier sind alle Cupcakes. Was ich jetzt noch nicht fertig gemacht habe, sind die kleinen Desserts, aber die sind abgedeckt. Da kann ja nichts umkippen. Die mache ich dann morgen früh fertig. Good morning in the morning. Auf jeden Fall sehe ich gerade wieder etwas frischer aus als gestern Abend. Es ist halt mega lang geworden. Wir haben jetzt kurz nach 10. Genau, 10 nach 10. Ich ziehe mir den jetzt rein, bin parallel auch schon meinen Ofen am Vorheizen, weil ich jetzt gleich mein Brot da reinschmeiße. Und ja, während das am Laufen ist, das ist unabhängig von meinem Plan für heute eigentlich, aber der Test muss natürlich auch gebacken werden. Ich war schon einkaufen, ich habe mir frisches Obst, also Beeren im Endeffekt gekauft, die gleich auf die Desserts kommen. Also was ich heute noch fertig machen muss, ist einmal
die Torte hier. Macarons sind fertig, Cake Pops und Cakesicles sind fertig. Cupcakes sind auch durch. Genau, die Torte und die Desserts hier. Das heißt, hier brauche ich jeweils die Creme für. Ich habe ja die Ganache für diese dunkle Geschichte, habe ich ja gestern übergehabt vom Füllen von den Macs. Und da habe ich einfach nur relativ viel Sahne aufgefüllt. Das ist einfach eine... Ist jetzt fest. Aber dass das eine weiche Ganache ist, die schlage ich gleich auf und benutze die dann zum Füllen. Die Desserts sind jetzt soweit fertig. Sieht ultra süß aus. Hier bei der Baiser wollte ich jetzt noch Zitronen dran setzen mit essbarer Schale. Ich glaube zwar nicht, dass die einer mit ist, aber. Aber dann habe ich es soweit. Das Einzige, was da noch fehlt, ist die Torte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zeitlich noch schaffe. Was aber nicht schlimm ist, weil Maike gesagt hat, dass sie nicht unbedingt eine Torte braucht. Aber ich würde schon gerne eine haben. Ich gucke mal, was ich jetzt draus machen kann. Ich mache das hier auf jeden Fall einmal kurz fertig. So, kleiner Videosprung, aber ich musste dann einfach los. Ich bin schon da. Ich habe auch Besuch. Ist der Pablo. Es ist soweit alles heile angekommen. Was ein bisschen fliegen gegangen ist, sind die. Hier sind einige, die sind halt einfach durch. Ist aber auch nicht schlimm. Bleibt manchmal nicht aus. Ich fange jetzt hier einfach erstmal an aufzubauen. Ich gucke, dass ich euch einen Zeitraffer oder sowas laufen lasse. Hoffentlich werde ich nicht nervös bei so viel Publikum. Pablo. Hey. Ja. Ich mache einfach mal. So, ich bin jetzt gleich soweit. Fertig. Ich habe jetzt gerade noch hier die Schilder beschriftet. Moment, so. Ja, es ist voll windig. Einmal hier die beiden Füße zusammenstecken und dann eben die Schilder hier, die habe ich mit Kreidestiften beschriftet. Dann kann man das auch wieder wegwischen. Ich bin auch am Überlegen, die in den Shop aufzunehmen, weil das halt ganz praktisch ist. Wir könnten die auch in Silber, Gold, Schwarz und Weiß machen. Mal gucken. Aber das ist jetzt soweit mein Update. Ich werde alles noch ein bisschen schieben und rücken und ein bisschen umstellen. Aber grundsätzlich steht erstmal alles. Ja, muss nur ein bisschen umgestellt werden. Die Torte ist tatsächlich super süß geworden, obwohl ich da eben nur, weiß nicht, 2 Minuten Zeit hatte, die noch einmal einzustreichen. Aber manchmal muss es ja nichts Wildes sein, weil das Licht ist jetzt so doof hier, ne? Ja, aber das erstmal dazu. Der tingelt auch die ganze Zeit um meine Füße rum und hofft, dass irgendwas runterfällt. Da ist soweit auch alles fertig. Yep. Ich glaube, langsam kann es kommen. Hier habe ich vor ein paar Tagen erst mit der Maike gesessen. Da haben wir einen Kaffee zusammen getrunken. Juti. Dann gucke ich, dass ich jetzt hier alles finalisiere. Ganz viele Fotos mache. Ich habe nämlich meine Kamera mitgenommen. Und dann kann ich mich auch aus meiner Schürze befreien und warten, dass alle Gäste kommen. So, ich wollte jetzt noch einmal das Finale oder die finale Candy Bar mit euch abfliegen und mich dann erstmal verabschieden, weil jetzt gleich die Gäste kommen und ich dann das Handy nicht unbedingt auspacken möchte, als hier noch einmal in alles etwas genauer. Ja? Tada! Na gut, ihr Lieben, dann bis später. Wahrscheinlich in der Backstube.
Ja, um für die Babyparty für morgen vorzubereiten. Wir haben 7:30. Ich bin krass müde. Ich bin durch für heute. Ich habe jetzt hier nochmal, ich weiß nicht, kann man das sehen? Doch. Hier oben ein paar nackige Cupcakes schon mal vorgebacken. Außerdem, nee, man kann das nicht sehen. Ich hatte noch ein paar Hähnchen über, also ein paar Schnapsgläser. Die habe ich jetzt auch noch gefüllt, damit ich morgen nochmal das gleiche machen kann wie heute. Und ja, neben dem Kram vorbereiten war hier halt voll das Schlachtfeld. Das heißt, einfach mal richtig aufgeräumt, 5-mal Spülmaschinen ein- und ausgeräumt. Ja, ich bin jetzt hier soweit durch. Das heißt, das kann ich zum Beispiel schon hier lassen. Ich muss jetzt trotzdem noch einmal flott einkaufen gehen. Ein paar Kleinigkeiten besorgen, pardon. Und ja, ich glaube, dann sehen wir uns morgen. Ich glaube aber, dass ich mich morgen nicht so persönlich melde, boah, die ist ein so eine riesige Fliege, Mann. Ich glaube, dass ich morgen persönlich nicht mehr Hallo sagen werde, sondern einfach nur noch zeigen werde, wie alles funktioniert und ich den Sonntag dann so ein bisschen Sonntag sein lasse. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt schon mal aus dem Video. Ich freue mich schon total auf eure Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr zu dieser Art von Video sagt. Ich habe sowas vor 2 Jahren schon mal gemacht, zum gleichen Anlass tatsächlich. Also da war meine Schwägerin auch gerade Mama geworden, da kam der Jona, mein kleiner Neffe, gerade auf die Welt und da haben wir das gefeiert und an dem gleichen Tag war, glaube ich, auch eine Hochzeit oder irgendwie sowas. Wenn ihr euch das Video mal anschauen möchtet, verlinke ich euch das, ich glaube, da oben in der Infokarte. Guckt da gerne mal rein. Ja, aber ansonsten verabschiede ich mich, freue mich auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Clip.